Hallo und herzlich willkommen heute zu einem kleinen Anleitungsvideo und zwar zu Palworld. Das neue Spiel, was gerade in aller Munde ist und ja, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, mal einen kleinen Anfängerguide zum Start zu machen, weil ich habe es jetzt tatsächlich gesuchtet die letzten Tage. Viel habt ihr noch nicht gesehen, weil täglich ein neues Video nur hochkommt, aber ich habe sehr, sehr viel darin erlebt und ich möchte jetzt meine Erfahrungen mit euch teilen. Dieses Video richtet sich allerdings eher an die Anfänger, die jetzt komplett neu mit dem Spiel anfangen wollen. Es wird aber später noch ein weiteres Video geben, wo dann auch für Fortgeschrittene einige Tipps mit dabei sein werden. Zunächst müsst ihr euch entscheiden, wie ihr das Spiel beginnen möchtet. Möchtet ihr an einem Mehrspielerspiel teilnehmen, dann braucht ihr einen Einladungscode oder ihr möchtet ein Mehrspielerspiel starten. Da könnt ihr allerdings auch draufklicken, wenn ihr zum Beispiel schon an anderen Servern teilgenommen habt. Ich rede jetzt von diesen Dedicated-Servern, also die für euch selbst erstellt worden sind, auf eurem Serveranbieter beispielsweise, auf eurem Server. Oder beispielsweise natürlich auch, wenn ihr an einen dieser offiziellen bereits teilgenommen habt. Ich persönlich mache das Ganze jetzt allerdings privat, deswegen beginne ich hier mit Spiel beginnen. Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr erstmal das Spiel ja für euch testen wollt und nicht in größeren Gruppen spielen möchtet. Dann geht ihr hier einmal auf Neue Welt erschaffen. Und da gebt ihr dann den Namen ein, bestätigt das Ganze und dann könnt ihr auswählen, ob ihr im Mehrspielermodus spielen möchtet. Da können dann bis zu 3 Leute, glaube ich, zusätzlich noch drauf kommen. Das könnt ihr dann anschalten. Das ist dann der sogenannte Koop-Spieler. Steht auch hier mit vielen Teilnehmern kann die Performance des Hostes sinken. Das heißt, derjenige, der das erstellt, in dem Fall ich, ist der Host selber und die anderen kommen sozusagen in Anführungszeichen zu euch auf den Rechner. Also ihr macht sozusagen den Server vor Ort. Da könnt ihr dann die Schwierigkeit einstellen zwischen entspannend, da sind die Erfahrungspunkte relativ gut, Fangwahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher als sonst. Die Sammelrate von Ressourcen ist ein bisschen höher. Das Bruttempo ist auch ein bisschen erhöht. Also man muss nicht so lange warten. Die Kämpfe sind etwas einfacher. Und wenn man stirbt, verliert man nichts. Dann geht es auf Normal weiter. Die Spieleinstellungen sind ausbalanciert, also alle ein bisschen schwieriger eingestellt. Die Ausrüstung und Materialien werden am Todesort fallen gelassen. Das ist für viele ein Negativzeichen. Man kann auch benutzerdefinierte Einstellungen anwenden, da komme ich gleich nochmal zu. Dann gibt es den schweren Schwierigkeitsgrad, erhaltene Erfahrungspunkte, Fangwahrscheinlichkeit und so weiter sind, ja, ich sag mal, wesentlich niedriger. Man nimmt Schaden, also mehr Schaden und teilt weniger aus. Wenn man stirbt, lässt man alle Gegenstände und auch seine Pals fallen, ganz wichtig. Und dann gibt es als letztes nochmal die benutzerdefinierte Einstellung. Die kann man dann hier auch nochmal einstellen. Aber man kann einstellen, wie lang oder kurz Tag und Nacht vergehen werden, wie hoch der EP-Erhalt ist. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier nach ganz rechts geht, dann habt ihr das 20-fache. Das heißt, ihr levelt entsprechend schneller. Das werde ich jetzt für das Tutorial mal einschalten, damit es einfach ein bisschen schneller geht, damit ich euch die Sachen besser zeigen kann. Die Fangwahrscheinlichkeit könnt ihr von 0,8 bis 2 einstellen, dann PAL-Erscheinungsmenge ist, wie oft die PALs spawnen, also wieder spawnen im Endeffekt. Der Angriffsschaden der PALs kann eingestellt werden, der genommene Schaden der PALs kann eingestellt werden, wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, ob auch die eigenen PALs gemeint sind oder nur die gegnerischen PALs. Der Sattheitsverlust der PALs kann eingestellt werden, wenn ihr das also nach ganz links dreht, ist es von 1 auf 0,1 runter. Ausdauerverlust bei den PALs ist genau das gleiche. Es hat, glaube ich, mit dem Kampf irgendwo zu tun, beziehungsweise wenn die laufen. Natürliche LP, also Lebenspunkte, Wiederherstellungsrate der PALs könnt ihr einstellen. Wenn ihr die hochsetzt, da könnt ihr von 1 bis 5 gehen, dann regenerieren die insgesamt schneller. Dann die Wiederherstellungsrate der Lebenspunkte in den Boxen, die ist standardmäßig auf 10 Minuten, glaube ich. Das wäre auf 1, die könnt ihr bis zu 5 hochstellen, also das 5-fache insgesamt.
Der Angriffsschaden des Spielers kann eingestellt werden. Der genommene Schaden des Spielers, den könnt ihr, wenn ihr es leichter haben wollt, beispielsweise von 4, also entweder auf 5 hochstellen oder auf 0,1 runterstellen. Dann der Sattheitsverlust vom Spieler, das finde ich sehr interessant. Man muss es halt nach seinen eigenen Bedürfnissen einstellen. Kann von 1 ganz hochgestellt werden auf 5. Das heißt, man muss alle paar Sekunden wahrscheinlich was essen, weil es ja eh schon so schnell dauernd geht. Oder auf 0,1 gestellt werden. Ausdauerverlust kann man von 1 auf 5 stellen oder auf 0,1 runterstellen. Natürliche Lebenswiederherstellungsrate des Spielers ebenfalls von 1 bis 5 bzw. von 0,1 an. Lebenswiederherstellung beim Schlafen, die kann auch hochgestellt werden. Das heißt, das müsste man quasi hochstellen, wenn man da das Beste haben will, so rum. Dann den Gebäudeschaden, den kann man von 0,5 bis 3 hochstellen. Die Verfallrate von Gebäuden, da bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Es könnte sein, wenn die Gebäude flambiert werden, das hatten wir privat auch schon mal, dass die dann nicht so schnell kaputt gehen. Die kann man auf jeden Fall ausschalten hier. Man kann die aber auch als höchstes hochstellen auf 10. Maximale Anzahl an fallen gelassenen Gegenständen in der Welt. Das beeinflusst natürlich ein bisschen die Performance, steht aktuell auf 3000, kann man aber theoretisch auf 5000 noch hochstellen. Gegenstandssammelrate von 0,5 kann man auf 3 hochstellen. Lebenspunkte von farmbaren Objekten kann man runterstellen, damit die schneller abgebaut werden, so wie ich das verstanden habe. Respawn-Zeit von farmbaren Objekten, das heißt Holz, Steine und so weiter, die kann man dann auch dementsprechend hoch- oder runterstellen. Beutemenge kann man von 0,5 auf 3 hochstellen maximal. Die Zeit in Stunden, die benötigt wird, um ein Ei auszubrüten, dafür braucht ihr den Brutkasten, ist standardmäßig bei 72, kann man auf 240 Stunden hochstellen oder komplett aus, dann müsste das Ei direkt ausgebrütet sein. Überfall-Events, das ist für mich sehr interessant, kann man an- oder ausschalten. Todeshandicap kann man entsprechend auch nochmal anpassen. Alle Gegenstände und dein Team werden fallen gelassen, ist jetzt hier in dem Fall an. Dann alle Gegenstände werden fallen gelassen, alle Gegenstände außer der Ausrüstung werden fallen gelassen oder nichts wird fallen gelassen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich immer eingestellt. Maximale Gildengröße kann man einstellen, 20 ist Standard, 1 ist, also da seid dann nur ihr quasi in der Gilde drin oder 100 insgesamt für alle. Ich habe es meistens immer so bei 10 ungefähr, aber man kann es auch im Nachhinein nochmal einstellen. Und maximale Anzahl von Arbeitspals im Lager steht standardmäßig auf 15, das habe ich immer auf 20 hochgestellt. Ja, und das ist jetzt sozusagen die einfachste Methode, das zu zeigen. Ihr könnt es natürlich nach euren Wünschen einstellen. Im Let's Play habe ich es ganz einfach bei den Standardeinstellungen gelassen, aber um euch das Tutorial hier zu zeigen, mache ich so, dass es halt alles ein bisschen schneller geht. Dann bestätigt ihr das Ganze einmal. Im nächsten Menü müsst ihr dann euren Charakter einstellen. Da könnt ihr dann den Namen wählen, den ihr gerne haben möchtet. Viele Einstellungen gibt es nicht, das könnt ihr euch gerne in meinem Let's Play anschauen. Aktuell können wir jetzt noch nicht mal mehr die Voreinstellungen angucken, doch sie werden gerade geladen. Es gab nämlich heute ein Update gerade ganz aktuell, deswegen habe ich jetzt gedacht, es wäre jetzt ein bisschen Fritte. Ich stelle mir nur mal ganz kurz meine Haarfarbe ein, das könnt ihr dann hier unten machen. Und dann könnt ihr die Stimme theoretisch auch noch abhören mit V unten rechts. Und dann, wenn ihr alles eingestellt habt, was ihr aktuell nicht im Nachhinein ändern könnt, wobei ich mir den Körper immer noch ein bisschen dünner einstelle, weil er durch die Muskeln irgendwie so unförmig aussieht. Wenn ihr alles eingestellt habt, könnt ihr die Sachen nicht mehr ändern. Aktuell soll allerdings in Zukunft noch kommen, dass man das, ich denke, auch den Namen im Nachhinein noch ändern kann. Auf jeden Fall die Optik. Dann geht ihr einmal aufs Spiel beginnen. Und dann startet ihr hier im Spiel. Da gibt es dann einen kleinen Trick. Anstatt jetzt in die Richtung, in die ihr blickt, zu laufen, könnt ihr einfach hier wieder runterlaufen. Das ist für den Anfang gar nicht so schlecht, um sich das mal zu merken. Hier in der Ecke beispielsweise, da spawnt immer wieder eine Truhe. Die ist natürlich jetzt...
ist da. Ich kann sie öffnen. Aber sie hat den Unsichtbarkeitsmodus drin. Patches sind immer etwas Tolles. Also auch wenn ihr nichts seht, am besten mal hinlaufen und mal nachschauen. Das hatte ich bisher so noch nie. Hier in der Ecke kann die immer wieder spawnen. Und ihr solltet am Anfang auch hier runterlaufen. Einmal die Treppen runter und dann da hinten rechts in die Ecke. Da findet ihr dann die Notizen des Schiffbrüchigen Tag 1. Wer die Sachen gerne sammelt und sich die Texte durchlesen möchte, der sollte halt überall gucken. Wenn ihr einmal Escape drückt, da könnt ihr dann hier auf der linken Seite, da seht ihr dann Notizen, wenn ihr da einmal draufklickt, dann habt ihr hier die komplette Liste an Notizen und könnt euch dann auch gerne hier entsprechend die Texte dazu durchlesen. Dann noch ein kleiner Tipp, hier links könnt ihr theoretisch weiter runtergehen. Wenn ihr bis zum Ende der Treppen gekommen seid, beziehungsweise noch nicht ganz bis zum Ende, da ist dann nochmal eine zweite Ebene, nämlich diese hier. Da kann es sein, dass hier und ich glaube auch hier schon mal eine Truhe zwischendurch drin steckt. Die solltet ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn ihr dann die Treppen weiter nach unten geht und ich glaube dort runter und dann dem Weg folgt bis nach ganz unten, ich meine in die Richtung war es, dass es quasi unter uns ist, da ist dann auch entsprechend nochmal ein weiterer Dungeon. So, und wenn ihr jetzt nun wieder oben angekommen seid, dann seid ihr genau in der richtigen Richtung reingehen. Den erwähnten Dungeon solltet ihr übrigens noch nicht betreten und schon gar nicht ohne Pokémon. Aber ihr solltet euch schon mal merken, wo er ist. Wenn ihr jetzt hier oben seid, da findet ihr überall so ein bisschen Holz. Wundert euch nicht, ich habe ja jetzt die XP hochgeschaltet für das Tutorial. Deswegen habe ich nochmal eine eigene Welt erstellt. Bei euch wird es nicht so schnell gehen. Hier diese Statuen mit diesen, ja, ich sag mal Flug-Pokémon, Flugpals obendrauf. Das sind Schnellreisen, die könnt ihr freischalten. Und jedes Mal, wenn ihr so eine Schnellreise freigeschaltet habt, also zumindest bisher war es immer so, erhaltet ihr Technologiepunkte. Wenn ihr nun auf die Tab-Taste drückt, dann seht ihr oben das Inventar, was ihr mitgenommen habt bisher. Das Team wären dann die Pals, die ihr gefangen habt. Und hier oben ist Technologie. Da, je nach euer Level, also hier links, das sind die Level, die ihr gerade habt, habt ihr verschiedene Sachen, die ihr freischalten könnt. Die erste Reihe ist generell freigeschaltet. Wir haben jetzt natürlich durch den Boost etwas mehr Technologiepunkte bereits erhalten. Wir haben jetzt 19 Technologiepunkte. Man hat aber eigentlich immer genug, dass man fast alles freischalten kann in einer Reihe, wenn ihr neue Level wieder bekommen habt. Und da könnt ihr dann so nach und nach jede Menge im Endeffekt freischalten, was ihr alles bauen könnt. Ihr habt dann sogar dekorativ Toiletten da drin oder ähnliches, Schilde, Maschinenpistolen kommen später noch. Diese Dinge mit diesen Fragezeichen haben mit anderen Pals zu tun. Die müsst ihr dann erst einmal gefangen haben und dann seht ihr das hier drin, dass das freigeschaltet wird und dementsprechend könnt ihr die Sachen auch freischalten. Ihr seht schon, es ist jede Menge. Es geht jetzt aktuell bis Level 50. Aber da soll noch viel, viel mehr kommen. Dann hier rechts die Leiste. Das ist die antike Technologie. Das solltet ihr euch schon mal merken, kommt aber erst später. Das erste Mal mit Level 7 kann man, wenn man Antik-Technologie-Punkte hat, das sind diese lilanen hier unten, kann man den Brutkasten freischalten. Damit könnt ihr Eier ausbrüten. Könnt ihr jetzt noch nicht von Anfang an, solltet ihr aber schon mal merken, für wenn ihr das entsprechende Level habt. Wenn ihr in einen Dungeon reingeht und ich glaube, in der letzten Truhe wird das sein. Oder wenn ihr den Boss, nee, wir haben es glaube ich beim Boss bekommen. Nicht, wenn man die Truhe öffnet, sondern wenn man den Boss besiegt. Dann bekommt man Antik-Technologie-Punkte. Ich glaube, beim ersten Boss, den wir gemacht haben, waren es 3 Punkte. Dann kann man damit entsprechend die Sachen hier auf der rechten Seite freischalten. Also wir hatten beispielsweise einen Boss gemacht, da konnten wir den Brutkasten mit freischalten und den kleinen Futterbeutel. Und ich glaube auch noch die Enterhakenpistolen. Ja, dafür braucht ihr nun mal die Antik-Technologie-Punkte. Was ihr aber ganz besonders am Anfang machen sollt, ihr sollt natürlich die Augen offen halten, dass hier überall so kleine Steine rumliegen, dass hier Holz rumliegt, das sofort mitnehmen. Das wird später nicht mehr ganz so wichtig sein, aber gerade am Anfang ist es wichtig. Dann gibt es hier überall im Land diese NPCs, mit denen könnt ihr dann sprechen. Aktuell sind sie nicht vertont, ich weiß nicht, ob da irgendwas geplant ist.
Was ein bisschen schade ist, aber gut, es ist kein Muss. Da erhaltet ihr auch teilweise noch weitere Informationen. Und ihr müsst jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen rumlaufen, bis ihr die entsprechende Anzahl an Steinen und Holz habt. Ihr seht nämlich hier oben rechts diesen kleinen Kasten, da steht Tutorial drüber. Da steht zum Beispiel, öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Können wir mal eben machen, einfach draufklicken. Gut, wir müssen anscheinend, nee, Moment, jetzt hat er es registriert. Dann geht das schon mal weg. Öffne mit B das Baumenü, das wollte ich euch auch noch zeigen. Und die primitive Werkbank sollen wir dann entsprechend machen. Das heißt, ihr drückt B. Ihr könnt jetzt, während ihr hier drin seid, könnt ihr theoretisch hier durchschalten mit Q und E, wie ihr seht. Dann würde sich das ins nächste reinschalten. Wir haben aber jetzt nur die eine Sache, die wir machen können. Die primitive Werkbank können wir schon mit 2 Holz machen. Wir haben aber schon 16 gesammelt, weil wir es ein bisschen höher gestellt haben. Das heißt, wir klicken da einmal drauf und suchen uns jetzt hier eine Ebene. Im Prinzip ist das für den Anfang nur, damit ihr ein paar Waffen machen könnt. Also könnt ihr das einfach hier zum Beispiel hinstellen. Müsst dann da rangehen, F gedrückt halten in diesem Fall. Dann braucht ihr entsprechend oben der Zeit lange, bis das gebaut ist. Dann noch einmal F drücken und dann könnt ihr euch in dem Fall zum Beispiel schon mal eine Waffe herstellen. Ist immer das gleiche Prinzip. Ihr müsst immer da drauf zeigen, F gedrückt halten. Und je nachdem, was ihr macht, dauern die Sachen nicht so lange. Oder wenn ihr zum Beispiel Sattel macht später, die dauern sehr lange. Ganz wichtig, ihr solltet auch am Anfang eine Handfackel machen. Die mache ich jetzt auch mal eben, weil die Nacht relativ schnell hereinbricht. Und entsprechend kalt ist es in der Nacht. Und ihr habt am Anfang noch keine Wolle und nichts, womit ihr Kleidung machen könnt. Deswegen immer eine Fackel machen, wenn ihr dann so einfach da steht mit der Keule in der Hand, könnt ihr einmal mit dem Mausrad einmal runtergehen, in dem Fall, oder auch hochgehen natürlich. Wenn ihr jetzt einmal hochgeht, dann habt ihr gar nichts mehr in der Hand, dann könnt ihr so schlagen. Wenn ihr nochmal hochgeht, dann habt ihr die Fackel wieder in der Hand und danach wieder die Keule. Und so solltet ihr jetzt erstmal alle 4 Rezepte hier machen. Wir brauchen jetzt noch Stein für die Spitzhacke und Stein für die Steinaxt. Das heißt, wir suchen uns entweder ein paar kleine Steine oder wir können das, glaube ich, auch mit der Hand machen. Wir haben jetzt 2 Steine hier bekommen. Das hier vorne, das was auch markiert wird, wenn ihr hinlauft, das sind die aberntebaren Haufen, also die Steinhaufen in dem Fall. Da könnt ihr dann mit der Faust gegenschlagen, da wir ja noch nichts anderes haben. So lange, bis entweder die Hände blutig sind oder ihr genug Steine zusammen habt. Kleiner Funfact am Rande. Warum auch immer, die Hände werden niemals blutig. Ihr seht auch schon, wenn wir das länger machen, da bekommen wir auch Paliumbruchstücke. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich gehe erstmal wieder zurück zur Werkbank. Da machen wir dann entsprechend einmal eine Spitzhacke, weil damit geht das Ganze dann nämlich nachher viel schneller. Und ihr erhaltet auch mehr Ressourcen auf einmal. Und wenn wir noch genug Holz hätten, würden wir jetzt auch noch die Steinaxt machen. Ich besorge kurz das Holz. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mit der Hand oder mit der Axt gegen Bäume schlagt, das seht ihr jetzt oben links, könnt ihr nicht nur Holz bekommen, sondern ihr bekommt auch regelmäßig Fasern. Die werden auch später wieder wichtig sein. Dann macht ihr die Steinaxt. Nehmt die raus, ganz wichtig, nicht vergessen, und habt schon mal alles, was ihr am Anfang so braucht. Jetzt seht ihr oben das Tutorial. Wir sollen eine Palsphäre machen. Das heißt, wir müssen erstmal auf Tab drücken, gehen oben auf die Technologien und müssen das freischalten für einen Punkt. Was auch wichtig ist, ist die Palbox, die müsst ihr freischalten, das Lagerfeuer müsst ihr freischalten, die Holztruhe und die Reparaturbank. Das Holzbauset könnt ihr gerne freischalten, wenn ihr was bauen möchtet. Damit könnt ihr dann Dächer, Treppen, Fundamente und so weiter bauen, um euch eure eigenen 4 Wände im Endeffekt zu erbauen. Ich schalte das immer direkt mit frei. Wir haben jetzt natürlich schon direkt einen Boost gemacht auf Level 5. Das werden ihr bei normalen Einstellungen nicht machen.
Was danach wichtig ist, eigentlich kann man sagen, es ist alles wichtig. Ein mieses Bett solltet ihr freischalten, wenn ihr die Nacht überspringen wollt. Die Pahlstrohbetten braucht ihr auf jeden Fall. Ich kann euch nur empfehlen, auch Bogen und Pfeile zu machen, weil die später bei den Bossen noch sehr, sehr gut sein werden. Stoff müsst ihr freischalten, damit ihr entsprechend dann auch eure Kleidung machen könnt. Und das Reparaturset würde ich auch immer freischalten. Gerade wenn ihr so Wellen bekommt, die euch angreifen, dann braucht ihr das Reparaturset bzw. viele Reparatursets, um die Sachen wieder reparieren zu können. Was ich euch auch nur empfehlen kann für später, ihr seht schon, man braucht da doch ein paar mehr Ressourcen, ist der normale Schild. Der wirkt im Endeffekt passiv, der muss aber, soweit ich weiß, auch repariert werden. Der Steinspeer soll auch nicht schlecht sein. Ich wollte ihn mal probieren, ich habe es bisher noch nicht probiert. Die Stoffkleidung solltet ihr auf jeden Fall freischalten, weil wenn ihr die tragt, dann könnt ihr nachts auch ohne Licht rumlaufen, dann ist es euch nicht zu kalt, also in den normalen Gegenden zumindest. Futtertrog ist ganz wichtig, weil da eure Pals automatisch das Futter rausholen für sich selber. Die Alarmglocke habe ich auch immer gebaut, damit könnt ihr festsetzen, ob die Pals weiter arbeiten, wenn das Lager angegriffen wird, oder ob sie sofort von der Arbeit weggehen und sich auf die Angreifer draufstürzen. Die Schlingenfalle, genauso wie hier später, auch nochmal bei ein paar Sachen. Da gibt es auch noch die umgekehrte Bärenfalle und so weiter. Das sind alles so Fallen, die man im Endeffekt einsetzen kann, um fremde Pals zu fangen. Den Bärengarten solltet ihr auf jeden Fall freischalten. Viehfarm ist auch nochmal sehr wichtig für später. Der Gleitschirm wird euch gute Dienste leisten. Damit könnt ihr nämlich eine gewisse Zeit lang gleiten. Aber Achtung, er kostet Ausdauer, also beim Gleiten. Die Feuerbogen müsst ihr dann für euch selber mal ein bisschen gucken. Der Bogen ist ja okay, aber die Feuerpfeile sind sehr teuer, weil die brauchen pro Pfeil eine Feuerdrüse. Und da müsst ihr schon jede Menge Pokémon im Endeffekt mit erledigen, damit ihr diese Drüse gerade für den Anfang bekommt. Das Wohnzimmermöbelset braucht ihr nicht, das ist nur dekorativ. Das könnt ihr, wenn ihr möchtet, später mal machen. Ja, und das sind dann so die ersten paar Level im Endeffekt, die ihr freischalten sollt. Wir sollen uns jetzt eine Palsphäre herstellen. Dazu gehen wir jetzt wieder zur Werkstatt, nachdem wir das freigeschaltet haben. Und dann sehen wir hier, wir brauchen ein Paldium-Bruchstück. Das ist das, was wir jetzt dabei bekommen haben. Holz und Stein. Dann klicken wir drauf. Hier könnt ihr theoretisch sonst auch die Anzahl nochmal erhöhen. Und stellen das her wie alle anderen Sachen auch. Nicht vergessen mitzunehmen. Ich vergesse das nämlich ehrlich gesagt immer gerne. Deswegen sage ich euch das nochmal extra. Hier zum Beispiel, das ist ein einfaches Pal. Ist auch Level 1. Verträgt aber nicht viel. Das heißt, wir hauen mit der Keule. Wenn ihr lange gedrückt haltet, macht ihr lange Angriffe. Und wenn ihr dann Q gedrückt haltet, ihr habt jetzt oben rechts die Fangen Wahrscheinlichkeit gesehen. Q gedrückt halten, loslassen, wenn ihr das Pal anvisiert habt, und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann eure Gegner in Anführungszeichen fangen. Wenn ihr hier von dem Startpunkt aus, wo wir jetzt gerade waren, runtergeht, dann seht ihr überall diese bläulichen Steine. Die könnt ihr mit der Spitzhacke abarbeiten und da drin befinden sich die Paldium-Bruchstücke. Die sind gerade für den Anfang ganz, ganz besonders wichtig, damit ihr eben diese Bälle herstellen könnt, diese Sphären. Da könnt ihr jetzt rüberspringen, könnt hier unten das Ganze auch nochmal einsammeln. Und dann braucht ihr natürlich entsprechend auch noch die anderen Ressourcen, die dürft ihr dann nicht vernachlässigen. Ihr solltet am Anfang immer so mit 20 Bällen mindestens rumlaufen, sobald ihr rausgeht. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, hier gibt es dann nämlich auch nochmal Notizen des Schiffbrüchigen, und zwar Tag 2. Und da auf der anderen Seite spawnt regelmäßig auch noch was. Das solltet ihr im Auge behalten und immer mal schauen. Wenn ihr jetzt hier links rumgeht, da findet ihr erstmal einen riesigen Brocken von Erz. Ich zeige euch das kurz. So sieht das dann aus mit dem Erz. Braucht ihr am Anfang noch nicht, aber für später ist das auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Wenn ihr übrigens einen Pal gefangen habt und ihr wollt den rauslassen, drückt ihr einfach F und dann ist er draußen. Der greift nicht automatisch an. Der greift nur an, wenn ihr ein anderes Tier angreift oder wenn jemand euch angreift. Dann verteidigt er euch auch.
Und wenn ihr jetzt nochmal F drückt, dann könnt ihr ihn auch wieder reinholen. Theoretischerweise könnt ihr F gedrückt halten und dann seht ihr hier unten links schon, mit 1 und 3 könnte man jetzt aussuchen, welchen Pal man haben möchte zum Rauslassen. Da wir jetzt aber nur den einen haben, haben wir natürlich keine Auswahl. Und in der Mitte seht ihr schon, rechte Maustaste gedrückt halten und dann greift ihr auch nicht mehr an. Ihr müsst auch unten in der Mitte immer eure Anzeige im Auge behalten. Standardmäßig ist es so, dass ihr bei 300 anfangt. Mehr könnt ihr nicht tragen. Entsprechend, wenn ihr natürlich was abarbeitet, geht das immer weiter hoch. Und irgendwann könnt ihr nicht mehr laufen. Das möchte ich jetzt gerade hier nicht demonstrieren, weil ich dann nicht mehr zurück zur Werkbank komme. Hier gibt es auch im Anfangsbereich sehr oft diese roten Bären. Die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe ja jetzt fürs Tutorial die Werte ein bisschen verändert, dass ich nicht so schnell essen muss. Aber ihr seht schon, wenn ihr die einsammelt, erstens, es gibt auch Punkte, natürlich nicht so schnell, wie wir es jetzt drin haben. Hier zum Beispiel zwischendurch findet ihr auch mal die Palsphären. Das ist auch immer wichtig. Und wenn ihr dann im Inventar seid, Tab gedrückt habt, im Inventar seid und ihr seid hungrig, das seht ihr hier an dieser Leiste, die ist auch hier unten links, drückt ihr die rechte Taste und da könnt ihr dann auch auswählen bei den Pals, die in eurem Team sind, wenn jemand von denen hungrig ist, dass ihr denen auch was zu fressen gibt. Oder ihr selber klickt einfach mit der linken Maustaste einmal drauf und entsprechend geht das dann immer ein bisschen höher, je nachdem, wie oft ihr jetzt natürlich was gegessen habt. So, wieder an der Werkbank. Gehen wir auf Palsphären und stellen mal einige her. So eine einzelne geht relativ schnell. Wenn ihr jetzt aber so einen Satz von 10 Stück oder so machen wollt, dauert das schon ein paar Sekunden, aber auch nicht so lange. Also man kann es gut aushalten. Später, wenn ihr einen Startpunkt habt und einige Pokémon gefangen habt, dann habt ihr den Vorteil, dass diese Pokémon euch helfen können. Die haben aber verschiedene Eigenschaften. Da müsst ihr dann genau drauf achten. Das werde ich euch gleich erzählen, wenn wir uns ein Lager hinstellen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr B drückt, steht hier unten Rückbaumodus. Wenn ihr dann C gedrückt haltet und draufklickt mit der linken Maustaste, erhaltet ihr, seht ihr oben links, genau die Kosten zurück, die ihr bezahlt habt. Das heißt, ihr könnt jetzt in dem Fall man sollte dann auch Escape drücken, damit man nicht aus Versehen noch was anderes abbaut. Ihr haltet dann die Ressourcen wieder zurück, könnt die Werkbank wieder abbauen und könnt euch eures Weges trollen. Weil wir möchten nicht hier oben bleiben. Wir sind jetzt hier bei der Ebene des Aufbruchs automatisch hingekommen. Und ich kann euch nur empfehlen, diesen Weg hier runter zu laufen. Das machen wir jetzt mal eben ein bisschen im Schnelldurchlauf. Hier oben gibt es zum Beispiel auch noch eine Truhe, das solltet ihr euch merken, weil wie gesagt, die spawnen immer an den gleichen Stellen. Das ist eine lilane Truhe, die könnt ihr noch öffnen. Es gibt aber auch rote Truhen, die könnt ihr nur öffnen, wenn ihr den entsprechenden Schlüssel dabei habt. Dann, wenn ihr weiter runter lauft, entweder hier oder auch mal da hinten, seht ihr normalerweise den Mammurest. Der hat dieses rote Kopfzeichen, sage ich mal, neben dem Geschlecht oben rechts. Den solltet ihr jetzt definitiv noch nicht angreifen, weil das ist nämlich einer der Weltbosse, die überall zu finden sind. Und der ist nicht gerade einfach, zumindest nicht auf dem niedrigen Level, was ihr wahrscheinlich habt. Dann gibt es hier hin und wieder auch mal Dinossums in der Gegend, die sind aber schon höher, der zum Beispiel hat Level 16. Aber hier unten in dem Bereich finde ich sehr schön, weil hier zum Beispiel ist auch ein Wasser-Pokémon, was gerade Wasser-Pal, was gerade wegläuft. Nee, das ist der Weltboss hier. Der andere, das war gar kein Weltboss, sondern das war ein besonders schwerer Gegner. Und das hier ist der Weltboss. Das sieht ihr daran, dass die, die Namen im Endeffekt so groß sind. Und entsprechend müsste er normalerweise auch mehr Leben haben. Jetzt wird es dunkel. Wenn es dunkel ist, dann gehen eure Lebenspunkte mit der Zeit runter. Deswegen, wenn ihr noch keine Kleidung habt, nehmt ihr die Fackel in die Hand und entsprechend bleibt es dann wärmer. Und wenn ihr mit der Fackel rumlauft, ja, dann könnt ihr halt nicht sterben, es sei denn natürlich, ihr werdet von irgendetwas angegriffen. Wie ihr schon seht, jetzt hier auf dem Weg dahin
gibt es... Oh, das wollte ich nicht. Gibt es so einige Bälle, die ihr einsammeln könnt. Und den hier, also der ist lieb zu euch, wenn ihr ihm nichts tut. Aber schlagt ihn nicht, weil das könnte böse für euch enden. Hier ist auch nochmal ein Ball. Ich glaube, die spawnen so ein bisschen random, aber immer so in der gleichen Umgebung, so wie ich das mitbekommen habe. Hier diese Hirsche, die sogenannten Eiktyrdier. Die sind richtig toll zum Reiten, wie ich finde. Dazu müsst ihr aber erstmal die Kraft haben, weil die gibt es, glaube ich, nicht unter Level 10 hier in der Gegend. Hier unten gibt es dann nochmal eine Schnellreise. Das wäre dann die zweite hier auf eurem Weg. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, da könnt ihr noch Eier mitnehmen beispielsweise. Dann gibt es da hinten in der Ecke, gibt es noch was zum Einsammeln. Hier vorne gibt es noch eine Truhe. Da oben seht ihr noch was grün leuchten, wo der Hirsch ist. Das solltet ihr dann auch jetzt oder später einsammeln. Das sind dann alles so Sachen, die man auf jeden Fall braucht. Und ich werde jetzt mal eben einen von denen hier holen. Mit ein bisschen Glück. Meine Keule hat nicht besonders viel Durchschlagskraft. Das Problem ist normalerweise, wenn andere auch noch dabei sind. Der kann euch einfrieren übrigens. Wenn andere auch noch dabei sind, dann wird es schon mal problematisch, weil die da mit mehreren Leuten angreifen. Bedenkt bitte, ich habe mein Leben höher gestellt, damit das hier schneller geht. Eigentlich müsste ich auch den Schaden höher stellen. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie lange das ungefähr dauert mit dem Draufhauen. Dann einen Ball draufwerfen. Der hat jetzt in dem Fall schon 100%. Und dann seht ihr unten rechts, dass ihr den neu gefangen habt. Jetzt ist das übrigens mit der Kälte, was ihr gerade gesehen habt. Dadurch geht unten links das Leben zurück. Das ist das, was ich meine. Solange ihr irgendwo in der Nähe von so einem Lagerfeuer seid zum Beispiel. Ihr habt jetzt gesehen, hier ging es direkt wieder hoch. Oder eine Fackel in der Hand habt, dann habt ihr keine Probleme mehr. Dann kann euch die Kälte nichts anhaben. Hier ist nochmal was Grünes, was ihr einsammeln müsst. Und hier ist nochmal ein Punkt, wo ihr eine Notiz des Schiffbrüchigen einsammeln könnt. Links gibt es dann auch nochmal Depressos. Also hier sind so verschiedene, wo ich jetzt sagen muss, da sind richtig tolle Pals dabei. Die solltet ihr euch auf jeden Fall ein- oder zweimal holen. Ihr solltet immer darauf achten, wenn ihr ein... Ich glaube, das kann man vom Paldex auch direkt sehen. Wenn ihr einen Pal gefangen habt, genau, dann gibt es den sogenannten Fangbonus. Das heißt, beim ersten kriegt ihr einen guten XP-Bonus, wenn ihr einen neuen Pal fängt, den ihr noch nicht kennt. Und wenn ihr aber 10 von denen gefangen habt, von einer Sorte, gibt es auch nochmal einen satten XP-Bonus. Und danach könnt ihr aufhören, dann könnt ihr andere Sorten im Endeffekt farmen und fangen. Thema Farm, was ich ja noch ansprechen wollte... Jedes einzelne Pal, hier haben wir jetzt natürlich keine Daten zu, weil wir die noch nicht gefangen haben, aber jedes einzelne Pal hat so seine ja, Eigenschaften, sage ich jetzt mal, wo es euch mithilft bei eurer Basis. In dem Fall ist es jetzt so, dass dieses Hühnchen hier, dieses Chikipi, dass das die Farmarbeit machen kann. Das heißt, es kümmert sich dann um diese kleinen Felder, die ich gleich nochmal ansprechen werde. Und es sammelt alles ein, was irgendwie so rumliegt und ja, transportiert es leider nicht, weil dafür hat es keinen Punkt drin. Wenn ihr später dann auch so eine kleine Farm aufgebaut habt, wo die Ressourcen rauskommen aus den Pals, ja, es ist irgendwie so seltsam, wie es sich anhört, dann würde dieses Pal zum Beispiel Eier legen. Die könnt ihr dann einsammeln, beziehungsweise die Pals würden das dann selbstständig machen, wenn ihr eine Kiste daneben stellt. Und hier seht ihr auch mal eben Hokrates. So, wenn ihr jetzt hier einfach nur noch die Treppen runterlauft, dann habt ihr ein riesiges Gebiet. Es ist wirklich riesig. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, ein bisschen reinzoomt, sieht das so aus. Das ist aktuell meine absolute Anfangslieblingsstelle. Wir haben im Let's Play hier oben angefangen. Ne, Moment, hier ist die Statue, hier ungefähr ist das. Da haben wir angefangen, haben aber auch schnell gemerkt, dass der Platz da ein bisschen eng wird. Und hier seht ihr auch schon wieder, da liegen auch wieder Sachen rum. Da hinten gibt es Beeren, da wachsen immer mal wieder Bäume nach. Einen kleinen Nachteil hat es hier. Was ist jetzt los? Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum der mich jetzt gerade angegriffen hat, weil ich ihm gar nichts getan habe. Dann muss ich das mal eben im Laufen zeigen. Also einen kleinen Nachteil hat es. Hier gibt es Fliege,
Pals. Da hinten sind auch nochmal so Vögel, die man regelmäßig fangen kann. Die kommen aber nur tagsüber. Und wenn man jetzt hier oben weitergeht, man sieht es schon hier an diesen Zahlen, da sind Wilderer. Und den Wilderern solltet ihr am Anfang lieber aus dem Weg gehen, vor allen Dingen auch, wenn ihr kein Pal dabei habt. Jetzt werde ich euch mal ganz kurz noch zeigen, wie das Ganze aussieht auf meinem privaten Stand, weil da habe ich mir nämlich hier so eine ein Anfangslager hingebaut. Ja, und das hier ist jetzt meine Basis, die ich jetzt in meinem privaten Stand habe. Ich schaue mal so ein bisschen von oben drauf. Da ist jetzt hier links zum Beispiel schon eine Zuchtstation aufgebaut worden. Da kann man dann verschiedene Pals miteinander paaren. Kleinen Tipp am Rande, ich konnte hier teilweise keine Treppen bauen. Das, was ich jetzt gebaut habe, das sind schräge Dächer. Die könnt ihr aber genauso gut nehmen. Also da laufen die Pals dann wenigstens rüber, weil vorher sind die immer wieder blockiert worden, weil sie nicht hochkamen. Ich weiß nicht, warum sie nicht hochkamen, ob die psychische Probleme hatten oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier drin kamen die dann auch nicht hoch, wenn die sich einmal hier nach hier drin verirrt hatten. Nachteil aktuell, diese Palbox, die wir uns ja bauen können von relativ zu Beginn, also hier von Level 2, die müsst ihr bauen, um überhaupt den Bereich für euer Lager zu definieren. Also für euer Zuhause. Und ihr seht schon hier hinten so diese blaue Markierung. Das ist der Bereich, ja, der mir gehört sozusagen. Ich hätte hier noch eine Kiste hinbauen sollen. Wenn da nämlich eine Kiste gestanden hätte, dann hätten die das Holz direkt da reingelegt. Schande über mein Haupt, dass ich an so etwas nicht gedacht habe. So, sollen die Pals das jetzt selber machen? Ihr seht schon, wenn ihr, ja gut, er ist jetzt hungrig, er rennt wieder weg. Aber wenn ihr dann mehr Pals da drin habt, die kommen dann direkt angelaufen, die mitbauen und bauen das Ganze dann selbstständig zu Ende. Das geht übrigens auch schneller, wenn sie euch helfen. Ja, hast du gut gemacht. Oder wenn sie das selber machen. Das freut die anscheinend auch immer und dadurch geht es denen auch immer gut. Dann gibt es so Situationen wie diese hier. Das ist anscheinend schon gefixt worden, weil es hieß, dass die daran arbeiten, dass die nicht mehr so oft im Spiel buggen. Der buggt jetzt, glaube ich, gerade nicht, sondern der tut jetzt alles links in die Kiste rein, so wie das aussieht. Also da kümmern sich dann bestimmte Arten drum. Zum Beispiel hier diese Foxparks, das sind so Feuerpals, die kümmern sich dann darum, dass... die machen kein Essen, aber die machen auf jeden Fall Feuer, zum Beispiel in der Schmiede oder ähnliches. Und hier könnt ihr dann schon mal die Pals dabei beobachten, wie sie die Beeren im Endeffekt ernten. Die werden dann einmal hier gesät, das machen die auch alles selbstständig. Die brauchen auch keine Samen dafür, komischerweise. Und dann gibt es welche, die das Ganze bewässern. Da gibt es welche, die, ja, hier der blaue Pinguin zum Beispiel, die bewässern das Ganze. Mit ein bisschen Glück sehen wir das jetzt nochmal eben oder auch nicht, weil sie zu faul sind. Die haben nur das Holz geholt. Der hier, dieser Gumus, der verteilt jetzt überall die Samen hier in den Beeten. Und dann entweder die Pinguine oder diese kleinen Elefanten, die ich glaube ich gar nicht im Lager jetzt drin habe. Die können dann zum Beispiel hier das Wasser darüber machen, so lange bis die Beeren soweit reif sind. Und dann gibt es wieder andere, die das Ganze dann ernten. Also die teilen sich alle die Arbeit. So, wenn ihr dann hier diesen Früchtekorb seht, da kommen dann die fertigen Beeren rein. Und wie man hier schön sehen kann, da bedienen sich die Pals dann auch selber von, wenn sie hungrig sind. Die rennen dann hier hin. Gehen dann wieder zur Arbeit. Also er hier zum Beispiel, dieser Hirsch, der macht immer einen auf Holzfäller. Oder diese Kätzchen hier hinten, diese Kativas, die sind sehr gut im Bergbau. Also es sind alles die Tiere, also die Pals, die man wirklich im Anfangsbereich fangen kann. Deswegen habe ich das speziell alles hier gemacht. Dann gibt es hier noch eine heiße Quelle, da können die sich zwischendurch erholen. Die beiden in erster Linie, diese beiden Sorten, also der Hirsch und die Katzen sind da meistens drin, die sich dann erholen. Und dann gibt es hier noch so ein Gatter, da gehen die Pals dann normalerweise zwischendurch mal rein und hinterlassen dann Eier oder Wolle oder wenn man ein spezielles Pal reinstellt. Das wäre dann in diesem Fall Fixi. Den habe ich leider auf einen anderen Speicherstand gefangen, aber nicht auf meinem. Also nicht auf meinem privaten.
Fixie würde, wenn er sie ist, hier drin wäre, Bälle, also diese Sphären hier, diese Palsphären droppen. Allerdings, ich glaube, nur die blauen. Also bisher kamen immer nur blaue dabei raus. Die würden dann automatisch hier drin sein. Das Schöne ist, wenn ihr direkt daneben eine Kiste habt, dann sammeln die das auch direkt da drin. In diesem Fall war aber wohl noch keiner drin, weil hier sind nur Steine drin. Das Gleiche gilt auch für diese Farmen, diesen Steinbruch und hier dieses Holz. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, diese Holzfarm. Wenn ihr da jeweils eine Kiste daneben stellt, dann arbeiten die nicht nur, sondern sortieren das Ganze dann auch direkt in die Kisten ein. Und ihr braucht dann einfach nur dahin zu gehen und das rauszunehmen. Oder eben, ihr könnt direkt von der Werkbank aus arbeiten. Also wenn ihr zur Werkbank geht, da könnt ihr damit arbeiten, mit allem, was so in eurem blauen Bereich drin ist. Und eben noch von gesprochen und schon ist der Hirsch wieder am Baden. Was wichtig ist, das lernt ihr auch im Tutorial, das sind diese kleinen Betten hier. Deswegen habe ich gesagt, dass ihr auf jeden Fall welche davon freischalten müsst. Weil die müsst ihr bauen, damit eure Pals nicht depressiv werden oder müde werden oder ähnliches. Die brauchen zwischendurch mal einen Platz zum Ausruhen. Ich habe jetzt für jeden Pal ein Bett gebaut. Ihr seht oben rechts, das sind 9 von 9. Und wenn man das Level erhöht, das ist auch sehr wichtig, solltet ihr immer im Auge behalten von eurem Lager. Das könnt ihr mit V machen. Ihr seht hier unten rechts die aktuelle Mission. Das müsste gemacht werden. Dann steht irgendwann hier links Mission erfüllt. Und dann könnt ihr hier zum Lager gehen, V drücken und hier unten auf Lagerverbesserung, dann habt ihr wieder ein Update drauf. Und wenn ich jetzt das neue Update machen würde, also die Sachen bauen und dann entsprechend auf Level 10 hochwerte, dann könnte ich noch eine von diesen Dingern, von diesem PAL-Box-Management, könnte ich in der Welt aufstellen. Also pro 10er-Level kann man immer ein so neues aufstellen. Ich glaube, aktuell ist das auf 5 begrenzt, dass man nur 5 von diesen hier aufstellen kann. Ich kann euch nur empfehlen, eins habt ihr ja sowieso schon mal für das Hauptlager. Das wäre dann im Endeffekt das hier. Das ist ja meine Main Base, sage ich mal. Dann solltet ihr noch eins machen für Ressourcen. Eine Stelle, wo viel Erz ist, wo viel Steine sind vielleicht auch noch. Wo ihr halt viel abbauen könnt. Und wo ihr dann regelmäßig auch mal hingehen könnt und dann vielleicht was abholen könnt. Weil ich glaube, auf so eine große Distanz kann man das nicht direkt benutzen. Ich habe es aber noch nie probiert. Ich habe noch nicht Level 10 erreicht. Und ihr solltet eins machen, wo ihr ein großes Lager aufbaut und überall diese Gehege hier aufstellt. Was im Endeffekt nur dafür da ist, dass ihr da Pals reinsetzt und entsprechend diese Gehege reinsetzt. Dass ihr natürlich auch hier so eine Futterstation reinsetzt, dass sie sich selbstständig Futter machen können und so weiter. Das müsst ihr natürlich machen. Am besten auch so ein Bad, damit die zwischendurch mal so ein bisschen sich erholen können. Und da ist jetzt auch der Kleine drin. Damit wäre der Beweis, das sind die 2 häufigsten Pals, die baden gehen. Die reinlichsten Tiere. Und dann ganz viele von diesen Stationen hier aufstellen, weil da könnt ihr jede Menge Ressourcen holen. Es gibt einen Pal, den habe ich leider noch nicht gesehen. Der sieht aus wie eine Kuh. Und zwar heißt der Mozzarina. Die gibt euch Milch. Das heißt, wenn ihr ein so ein Gehege macht und da die Mozzarinas reinsetzt, dann geben die euch ganz, ganz viel Milch. Reinsetzen könnt ihr die, indem ihr einfach zu den Pals hingeht, ein bisschen anvisiert, dann F drückt, dann werden die hochgehoben und dann könnt ihr die einfach dahin bringen und also quasi so hier reinlaufen und mit E wieder loslassen und dann sollten die auch hier drin bleiben, weil die ja sonst auch nichts anderes zu tun haben. Es sei denn natürlich, es sind die Pals, die sich auch da hinten um die Bären kümmern zum Beispiel, die würden dann zwischendurch auch mal rausgehen. Um das nochmal kurz zu sagen, damit wäre das dann auch der Abschluss für dieses Einführungstutorial. Wir haben beispielsweise hier diese Lambals, die euch Wolle geben, aber auch die sogenannten Cremis. Das sind diese niedlichen Tierchen hier, die können euch auch Wolle geben, wenn die darin rumlaufen. Dann die Chiquipis, die geben euch Eier, wenn sie da drin rumlaufen.
Die Fixies, wenn die in diesen Gehegen rumlaufen, die geben euch diese blauen Sphären, mit denen ihr andere wiederum fangen könnt. Und soweit ich mich erinnere, die droppen auch noch zusätzlich Pfeile, einfache Pfeile, die ihr dann mit eurem Bogen verschießen könnt. Dann gibt es auch noch weitere Pals, wie zum Beispiel diese Melpakas, die können auch noch Wolle geben. Dann gibt es noch zwei, die ich leider mit dem Account hier jetzt, mit diesem Spielstand hier nicht gesehen habe. Und zwar ist das einmal Bee-Garde. Das sind so menschenähnliche Bienen, sage ich mal. Die geben euch Honig, wenn die da drin sind. Und die sogenannten Kanamot. Das sind so schmetterlingsähnliche Wesen, die umherflattern. Die geben euch Weizensamen, wenn die sich da drin befinden. Einen ganz wichtigen Punkt hätte ich fast vergessen, euch zu zeigen. Der darf natürlich nicht in der Einführung fehlen. Und zwar ist das diese Statue hier. Die könnt ihr relativ schnell bauen von Anfang an. Und da könnt ihr einmal F drücken für die eigenen Fertigkeiten und V für die Pals. Wenn ihr jetzt F drückt und ihr habt die benötigten Materialien, das sind diese Lifmung-Statuetten, das sind diese grünen Statuen im Endeffekt, die wir einsammeln können, wo ihr immer Ausschau nachhalten solltet. Die könnt ihr einsetzen, um eine Stufe höher zu kommen bei eurem Fanggeschick. Das heißt, wenn das hier komplett ausgelevelt ist, dann ist euer Fanggeschick entsprechend höher. Und hier unten steht dann immer, wie viele ihr benötigt. Ich habe jetzt aktuell 3 noch eingesammelt, die ich noch nicht eingesetzt habe. Ich bräuchte aber 4, um bis zur nächsten Stufe, also zu Stufe 2, mich verbessern zu können. Entsprechend ist das auch, wenn ihr V drückt, dann habt ihr halt hier eure Pals, die ihr auswählen könnt. Da klickt ihr dann einmal mit links drauf. Und wenn ich jetzt entsprechend die Ressourcen hätte, das sind diese Palseelen, die man unterwegs einsammeln kann. Also die niemals liegen lassen, sondern immer mitnehmen, wenn ihr könnt, wenn ihr sie irgendwo seht. Damit könnt ihr dann entsprechend die einzelnen Punkte nochmal von euren Pals höher setzen. Wenn ihr zum Beispiel einen Lieblingspal habt, was ihr immer dabei habt, weil ihr, was weiß ich, gerne darauf reitet oder weil es einen mega guten Angriff hat, das haben wir zum Beispiel mit so einem kleinen Elektroball aktuell auf einem anderen Spielstand. Den habe ich 2-mal mit dem Angriff verbessert und der macht seitdem noch mehr Schaden. Das sind dann entsprechend, ich glaube, 2% höherer Schaden. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Es dauert, bis man die Sachen findet. Ihr könnt die auch so ein bisschen farmen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze reinsetzt in eure, ich sag mal, Lieblingspals. Gerade wenn ihr eins habt, was besonders stark ist und wenn ihr das dann für Bosse beispielsweise mitnimmt, um Bosse zu töten, dann kann euch das einen riesigen Vorteil liefern. Ja, das war jetzt allerdings wirklich alles. Ich weiß, der Guide ist ein bisschen länger geworden, aber ich möchte euch tatsächlich auch alles soweit erklären. Sollte ich noch irgendetwas vergessen haben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich vielleicht nochmal ein paar Anmerkungen dazu machen kann, nochmal eigene Guides aufstellen kann für diese Bereiche oder natürlich auch, damit andere, die dieses Video sehen, auch darüber informiert werden. Deswegen, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch gute Tipps habt. Gerade auch für den Anfang, gerne natürlich auch fortgeschrittene Tipps. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben, über jedes Like. Und ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.